2:03. Ah, und das ist noch, also eigentlich hätten wir 20 Minuten früher ausgehabt, also um 10 vor hatten wir jetzt aus. Ich bin noch auf der Toilette gewesen. Bitte auf! Ja. Scheiße. Ist der Pilz da, oder? Auf jeden Fall hatten wir noch 20 Minuten früher aus. Eigentlich hätten wir 10 Minuten früher aus haben müssen, weil wir immer verkürzte Pause machen, aber er hat uns gehen lassen. Puh, heute war es mega anstrengend. Wir hatten eine Hausaufgabe mehr. Kostenabweichungen, und ich versuche das Ganze jetzt einfach mal. Ich finde das so schlimm, dass also es irgendwie für manche Sachen keine bestimmte Form gibt. Also zum Beispiel letzte Woche haben wir eine Tabelle bekommen, heute plötzlich eine komplett andere, also mit neuen Sachen, die dazu getan wurden und komplett ausgetauscht wurden, weil da anscheinend ist etwas auch dann flexibler. Und jetzt wieder als Hausaufgabe was komplett anderes. Leute, ich drehe durch. Ich weiß nicht, wie lange ich hier gesessen bin, vielleicht so 20 Minuten, und ich habe eine Zahl rausbekommen. Und ich weiß nicht mal, ob die richtig ist. Das ist so eine Scheiße. Hier ist fast nichts gegeben. Hier gibt es keine Angaben. Also überall, in allen Aufgaben, ist eine Aufgabenstelle mit Zahlen und mit Angaben. Und hier gar nichts. Hier einfach so eine Tabelle, ein paar Zahlen gegeben, und der Rest findet es heraus. Das haben wir noch nicht gemacht, so in dem Umfang. Wir hatten vielleicht 2-3 Lücken, aber die waren also nacheinander, und das war nach den Regeln, die wir gemacht haben. Aber das ist komplett neu, woher soll ich das wissen? Und vor allem, er hat so die Zahlen vertauscht, hat er gesagt, ja, streicht euch durch, ich bin in der Zeile verrutscht und ich komme gar nicht weiter. Die Tabelle, also das, die Hausaufgabe sieht komplett anders aus, als das, was wir im Unterricht gemacht haben. Komplett anders umgeschrieben. Heute haben wir morgen wieder. Fragt ihn einfach, ob das vorrechnen kann, weil eigentlich hat er gesagt, ja, ich teile euch die Lösung aus, aber ich habe keine Ahnung mehr. Oh. Also Leute, ich glaube, da hat er noch mehr Fehler reingehauen. Das ist halt ein Fehler, was der eine so 2 Minuten vor Schulschluss gemerkt hat. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr, weil das sind einfach 2 gleiche Zeilen. Da ist zweimal Summe ist Gemeinkosten, aber bei beiden steht eine andere Summe. So, wieso? Ich krieg da so einen Hass, wisst ihr, man versteht es. Das ist in Mathe genauso. Also Mathe, ja, eigentlich genauso, ne? Aber in Mathe ist es halt weniger kompliziert, weil da hat man eine bestimmte Formel und die verwendet man. Und hier ist es so, man hat noch weniger Ahnung. Und jedes Mal kommt eine andere Formel, eine andere Tabelle mit anderen Wörtern, mit anderen, also nicht Wörtern, sondern Basen, von deren dann etwas passiert. Und in Mathe auch, man versteht es im Unterricht, und dann gibt es jetzt Hausaufgabe 1000 Brüche auf. Oh, ich habe keinen Bock mehr, ich schwöre. Ich habe jetzt, glaube ich, über eine halbe Stunde lang Mathe-Einträge abgeschrieben. Also ich habe ja bis jetzt kein einziges Heft geführt, also in dieser Klasse jetzt, in diesen paar Wochen. Ich habe alles auf Blogblättern geschrieben, und ich habe jetzt einfach entschieden, Mathe, wo wir jetzt ganz viele Hefteinträge schreiben und wir schon ganz viele geschrieben haben und ich schon 10.000 Blätter habe, sie einfach mal in ein Heft zu übertragen. Und
das habe ich jetzt getan. Fertig. Oh Leute. Ich liege schon seit über einer halben Stunde im Bett und versuche irgendwie einzuschlafen, beziehungsweise mich auszuruhen. Ich bin so fertig. Ja, es war heute 2 Stunden Englisch, langweilig. Er hat uns er hat uns praktisch die Hausaufgabe in Unterricht machen lassen, aber hat nicht vorher explizit gesagt, dass es die Hausaufgabe ist. Also da waren 8 Aufgaben und er hat uns das in den letzten halben Stunden so aufgegeben, das jetzt zu machen. Und eigentlich hat er nur gesagt Aufgabe 1 und 2, aber die Zeit ging und ging und ging und es ging einfach nicht zu Ende. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich mache jetzt einfach direkt weiter. Ich habe 8 Aufgaben gemacht, während alle anderen nicht mehr mit der zweiten fertig waren. Und also ja, der Rest ist dann Hausaufgabe. Gut, dass ich es fertig habe. Und genau, dann war 1 Stunde Rallye. Also wir haben ja auch nur 1 Stunde und die vergeht echt schnell. Vor allem, weil dann meistens vielleicht so 10, 15 Minuten vertrödelt werden. Heute auch, weil der Ethiklehrer reingekommen ist und die da irgendwas abgeschrieben haben. Und ja, dann hat er so eine Rose projiziert und gesagt, ja, sagt mir jetzt was dazu. Was seht ihr? Was stellt ihr euch darunter vor? Und ich habe zu meiner Nachbarin so gesagt, ja, Valentinstag. Und da war so eine rote Rose. Und dann hat sie so angefangen zu lachen. Und dann habe ich auch angefangen zu lachen. Aber mein Lachen hat halt länger gedauert. Und der Lehrer so, ja, was lachen Sie denn nun? Was sehen Sie? Das ist jetzt gemein, dass ich Sie aufrufe, ne? Warum lachen Sie? Ich so, ja, ich lache immer. Also, das ist ja schön. Auf jeden Fall war das Thema, das ist einfach vom Blickwinkel drauf abhängend, was man sieht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, weil für den einen ist halt eine Rose Trauer, für den anderen Liebe, für den anderen Frieden. Und ja, es hängt davon ab, wo man ist. Zum Beispiel, das hat irgendwie total nur Sinn gemacht und ich weiß auch nicht, was das mit Religion zu tun hat. Auf jeden Fall, also ja, wenn man jetzt... Wenn ich das jetzt euch im BWR-Unterricht aufgelegt hätte, was hättet ihr dann mit der Rose assoziiert? Der eine so, Schadensersatz. Und wenn ich das euch in Mathe hingelegt hätte und wenn ich das euch in Biologie hingelegt hätte, ja, dann Photosynthese und keine Ahnung was. So verging dann unsere Stunde. Wir haben dann einen Text bekommen von irgendeinem Typen, der diese Weltanschauung in 4 Modis eingeteilt hat. Und dann mussten wir das auf die Rose beziehen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Wir mussten das in Leitfrage veranschaulichen oder so. Und das war total komisch, weil die Teilüberschriften im Text, das war eigentlich schon das, was man halt eben schreiben musste. Keine Ahnung. Und dann so, ja, Veranschaulichung. Ich habe auch so Rose. Auf jeden Fall, ja, waren dann 3 Stunden BWR und heute ging das so langsam vorbei. Also ich habe ja schon gestern gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass jedes Mal, auch wenn es das gleiche Thema ist, einfach wie ein neues Thema ist. Ja, auf jeden Fall haben wir die Hausaufgabe kontrolliert. Da hat er, wie ich schon vermutet habe, noch ein paar andere Fehler reingehauen und ich habe einfach gestern 1/2 Stunde umsonst verschwendet. Ja. Ja, dann noch 2 Stunden Spanisch. Ja, ich bin so fertig.